Fußball. Wir berichten live aus der größten Fußballarena unseres Landes. Gleich wird das entscheidende Spiel der Saison angepfiffen und nach 90 Minuten steht der diesjährige Meister fest. Beide Mannschaften sind schon auf dem Platz. Die Seiten... Unsere Jungs nähern sich jetzt dem gegnerischen Tor und Schuss! Aber der Ball prallt vom Fuß eines Abwehrspielers direkt in die Hände des Torwarts. Es geht weiter. Guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu unserem Gesundheitsjournal. Heute beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Methoden, Stress abzubauen. Was ist Stress? Wir beginnen mit ein paar ganz einfachen Entspannungstechniken, die bereits innerhalb von 10 Minuten eine wohltuende Wirkung zeigen. Setzen Sie sich bequem in einen Sessel oder legen Sie sich auf Ihr Sofa. Schlagen Sie nicht die Beine übereinander und atmen Sie ganz ruhig. Oder Sie gönnen sich eine Tasse herrlichen Kräutertee. Während Sie ihn genießen, lassen Sie alle belastenden Gedanken wie Wolken vorüberziehen. Sie können sich auch ein warmes Bad bereiten und während Sie darin liegen, machen Sie folgende Atemübung. Atmen Sie bei geschlossenem Mund tief durch die Nase ein, tauchen Sie dann die untere Gesichtshälfte ins Wasser und atmen Sie langsam durch die Nase wieder aus. All diese einfachen Techniken sind kein Allheilmittel. Sie lösen nicht Ihre Probleme, ist mir egal, aber sie helfen Ihnen, schnell zur Ruhe zu kommen. Je entspannter Sie sind, desto leichter wird es Ihnen fallen, Lösungsmöglichkeiten für hübsches Handy und Sorgen zu finden. Gib her! Ui! In den Wald soll ich gehen? Und der böse Wolf? Oh ja, da muss uns der Bär sofort helfen. Bitte. Versuchen. Er hebelt die gegnerische Verteidigung aus. Ich bin sicher, der Bär wird gleich ans Telefon gehen. Super Flanke, der Ball fliegt aufs Tor zu. Jetzt müssen wir wegrennen. Heftig!
endlich. Etwa erkältet? Dann werde ich dein Arzt sein. Ein Glück, dass ich gekommen bin. Ich bin der beste Arzt der Welt. Also, mein Guter, zuerst werde ich dich gründlich untersuchen. Ganz gut, ganz gut. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Oh je, hier steckt die Ursache. Tja, das ist ein schwieriger Fall. Das Einzige, was dir helfen wird, ist Bettruhe. Hinlegen, Augen fest zu und schlafen. Heißer Himbeertee wird dir sehr, sehr gut tun. Medizin sollte vor allem lecker und süß sein. Hier. Gut. Ja. So. Ui. Und du stehst nicht auf, verstanden? Bist du etwa aufgestanden? Und bist du immer noch krank? Oh, das ist nicht gut. Dann muss ich dich noch mal untersuchen. Schön. Der Fuß ist wieder gesund. Dein großer Zeh auf. Oh, Bär, du bist furchtbar doll krank. Du wirst jetzt im Bett bleiben, bis du wieder gesund bist. Oh. Du bist heute auch wieder krank. Wird dir das nicht langsam langweilig? Na gut, na gut, na gut. Ich werde dich noch mal richtig untersuchen.
sofort anhalten! Wird er ganz traurig werden. Ich hab's gewusst. Er ist traurig. Ist ja auch kein Wunder. Dieses Ding ist uralt. Tja, ein cooles Instrument ist das nun wirklich nicht. Und er tut alles, um so gar nicht gut auszusehen. Naja, wenn das so weitergeht, wird er nie Erfolg bei der Bären haben. Na, das wär's doch. Ich baue seine Gitarre einfach um. Und los geht's! Aha! Yeah!
nichts Neues beibringen. Echt schade. Mit Wissenschaft zum Sieg. Weiß beginnt und ist im Vorteil. Die Spielzüge. Schön Steinchen gespielt. Ja. Schale. Aha! Ja! Und rein! Oh, wow! Wie das hochkocht! Nyam, 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 nyam. Hehehehe!
Schale werden wir noch ewig essen müssen. Nicht vor dem Frühling wecken. Yeah.
Vielleicht hört's auf, wenn wir jetzt was essen. So, 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 so. Warum sind denn alle meine Videos verschwunden? Dann beginnen wir mal mit der Suche. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Vielleicht finde ich sie ja hier oben rechts. Das Mikrofon klicke ich jetzt an und sage, Mascha und der Bär ist dran. Das war einfach und jetzt probiert ihr.